Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wir erwarten uns einiges von der heutigen Partie und gleich geht's dann auch los. Hallo. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Borussia Mönchengladbach hofft, dass es heute ähnlich gut läuft wie beim Heimsieg, als gegen Ingolstadt ging. Nicht nur den Trainer hat das 4:0 begeistert und ich könnte mir vorstellen, dass es heute ähnlich gut läuft. Jetzt schießt er! Super gemacht vom Torwart! Das wird einen Eckball geben. Er köpft ihn. Latte, aber die Chance lebt noch. Ein fantastischer Treffer. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Guter Abschluss, aber vor allem auch sehr gut vorbereitet. Eine klasse Ecke. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kiyotake. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. André Hahn. Dahoud. Sehr gut reingespielt. Mit der Faust kann er hier retten. Salif Sané. Sorg. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Er schießt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Über die Torauslinie, Ecke. Klasse aufgepasst vom Torwart. Dahoud. Kiyotake. Schmiedebach. Findet den Mitspieler. Kiyotake. Und Tor. Alles wieder offen. Klasse Abschluss. Er setzt den Ball knapp unter die Latte. Er hat aber auch alles gepasst, Wolf. Den Ball trifft er super. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an.
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Macht ihn! Felix Klaus. Souverän, er hat den Ball. Dahoud. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Christensen. Da setzt er sich gut durch. Stark gemacht, das könnte was werden. Schuss! Brillant gemacht! Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Hier ist noch alles drin. Der Freistoß, klare Sache. Da wird keine Zeit verschwendet. Schnell ausgeführter Freistoß. Da verlieren sie den Ball. Dahoud. Ball im Aus, Abstoß. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Rechter Winkel, nichts zu machen. Bencher. Dahoud. Flanke. Xhaka, das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse Tor. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Bencher. Salif Sané. Bencher! Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und jetzt der Schuss. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Da verlängert er den Ball. Schmiedebach. Prim. Dickwerder, toll. Stark vom Verteidiger. Er lässt sich da nicht aufhalten. Schöne Flanke. Super gemacht. Den klärt er hervorragend. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit.
Sehr starker, wuchtiger Kopfball mitten ins Tor. Und er gibt den Freistoß. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Eine wirklich reizvolle Ansetzung. Und vielleicht sind Sie, liebe Zuschauer, dann ja wieder dabei. Wendt. Sorg. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Felix Klaus, Salif Sané. Den Ball fest, das war wichtig. Und es gibt noch eine Zugabe, 4 Minuten Nachspielzeit. Felix Klaus. Da kommt der Schuss an die Latte. Per Kopfball. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Abseits brauchen wir gar nicht lange diskutieren und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Schaut gut aus, aber sie müssen weiter konzentrierter arbeiten. Zur Halbzeit liegen sie auf jeden Fall mit 3:1 vorne. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Etwas Pech hatte er im ersten Durchgang. Fast hätte er schon zweimal getroffen, aber da war das Aluminium im Weg. Trotzdem ein ständiger Unruheherd, ein guter Auftritt. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Felix Klaus. Kiyotake. Schulz. Hoffmann. Schussversuch. Er schießt sofort, aber trifft nicht. Schade, aber super eingesetzt in der Szene. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch noch mal. André Hahn. Der Ball kommt. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Das gibt Einwurf. Komm. Stindl. Da geht er vorbei. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Felix Klaus. Schulz. Trepp. Kiyotake. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. André Hahn. Dahoud.
geht er rein. Trifft er, ja, drin, Tor. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Und nun ein Schuss. Was für ein Tor! Gute Entscheidung vom Trainer, den einzuwechseln. Er macht das Tor. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Felix Klaus. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Benchop, das war die Chance, um den Rückstand zu verkürzen. Und nun kommen zwei frische Spieler in die Partie. Super Flanke. Da passt er auf. Ball geklärt. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Erneut Ecke. Ein guter Kopfball. Und drin. Von der Latte aus geht er da rein. Manchmal gehört eben auch Glück dazu. Der Ball geht hier an die Unterkante der Latte und dann rein. Und das sieht natürlich spektakulär aus. Es geht um Zentimeter. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich.
Schmiedebach. Bim. Korb. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Raphael! Boah, das war eng. Er trifft die Latte mit diesem Schuss. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Fabian Johnson. Hazard. Und jetzt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Schmiedebach. Hugo Almeida. Ganz scharfe Hereingabe. Der Verteidiger stört ihn. Gleich kommt der Eckstoß rein. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Klasse getroffen mit dem Kopf und der Ball geht links rein. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Wieder Ecke. Jetzt schießt er. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Viele Tore haben wir hier heute zu verzeichnen. 6:1 steht es kurz vor Schluss. Viel passieren wird hier, denke ich, nicht mehr. Gegen wen geht es eigentlich als nächstes? Der kommende Gegner der Gladbacher heißt 1899 Hoffenheim. Mit einer Leistung wie heute, da könnten sie sich erneut hoffen auf einen Erfolg. André Hahn. Da passt der Torhüter auf. Wieder im Tor aus, wieder Eckball. Geht manchmal ganz schön knapp zu Buschi, auch in dieser Szene. Und genau für sowas haben wir die Torlinientechnik. Der Schiedsrichter wusste dann gleich, dass es kein Tor sein konnte. Und es geht einfach weiter im Spiel. Versucht mit dem Kopf. Sie machen es richtig. Sie spielen weiter nach vorne und wollen die Führung ausbauen. In dieser Szene aber hat es nicht geklappt. Sorg. Felix Klaus. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und nun Raphael. Und nun ein Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Brani mit super Timing. Klasse Tor. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Für den Keeper natürlich bitter. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Andreasen. Schönes Tackling und den Ball erobert. Das Spiel ist vorbei. Der Unparteiische hat abgepfiffen. Einseitiges Match. Klarer Sieger. Sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso. Sie haben das Spiel eindeutig beherrscht und damit verdient gewonnen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.